Das heutige Video richtet sich speziell an Trading-Anfänger. Sprechen möchte ich mit dir über die Bollinger Bänder und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Hermann Köckemann und bevor wir durchstarten, empfehle ich dir, den Kanal direkt zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich hier neue, interessante und spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Tja, die Bollinger Bänder sind in den 80er Jahren, wie der Name schon sagt, von John Bollinger entwickelt worden, sind sehr beliebt, gerade bei Trading-Anfängern und wie ich finde, durchaus ein gutes und interessantes Tool, wenn man mit dem Trading gerade erst begonnen hat und sich da reinfinden muss. Im heutigen Video schauen wir zum einen auf die Theorie zu den Bollinger Bändern und natürlich schauen wir uns auch ein praktisches Beispiel im Chart an. Also starten wir direkt durch mit der Theorie zu den Bollinger Bändern. Los geht's! Also los geht's mit der Theorie zu den Bollinger Bändern. Grundlage oder Kern ist hier beispielsweise in der Mitte ein Simple Moving Average. In diesem Fall standardmäßig der 20 Tage, berechnet sich aus den Schlusskursen in der Addition der Schlusskurse der letzten 20 Tage, geteilt durch eben diese 20 Tage, also durch den Beobachtungszeitraum. Und dieser Kern, also ich nenne es nochmal Kern, wird umgeben von eben den Bändern. Auch die Standardabweichung genannt auf der Oberseite. Ich mache es mal hier in Blau. Also der gleitende, einfache gleitende Durchschnitt plus die 20 Tage Standardabweichung multipliziert mit 2. Auf der Unterseite ebenfalls ein Band, also 20-tägiger, einfacher gleitender Durchschnitt minus 20 Tage Standardabweichung multipliziert mit 2. Jetzt schauen wir auf die Möglichkeiten der Verwendung der Bollinger Bänder. Also nehmen wir mal die grüne Farbe und jetzt als Beispiel hier der Kurs zieht nach oben an das obere Bollinger Band. Dann gibt es einige Trader, die sagen, okay, das könnte ein Signal werden, dass der Markt überkauft ist, also dass der Kurs dann wieder nach unten abfällt. Auf der anderen Seite kann man diese auch beispielsweise als Ziel nehmen, wenn man zum Beispiel hier einen Einstieg gewählt hat und sagt, okay, für mich gibt es ein charttechnisches Signal, dass der Kurs jetzt hier weiter ansteigen könnte und dann eben mit der Berührung hier, mit dem Anlaufen des oberen Bollinger Bandes, das dann eben als Kursziel zu werten. Der Abstand der Bollinger Bänder hier zum gleitenden Durchschnitt, der ist nicht immer gleichbleibend. Der hängt natürlich auch damit zusammen, wie volatil der Markt ist. Also wenn der Markt eher eine enge Range hat, dann liegen die Bänder recht eng zusammen. Wenn es eine höhere Volatilität gibt, dann liegen die Bänder weiter auseinander. Ein weiterer möglicher Weg, wofür auch Bollinger Bänder Trading auch schon mal verwendet werden, ist, wenn sie sehr eng zusammenlaufen, also wenn wenig Volatilität im Markt drin ist, dann gibt es auch Trader, die das nutzen als Signal, wenn zum Beispiel der Kurs hier stark nach oben ausbricht, dass da mehr Volatilität aufkommt, um ein Kaufsignal zu generieren und umgekehrt, wenn eben hier, wenn eine Verengung da ist, wenn es ganz flach läuft, der Markt hier nach unten ausbricht aus dem unteren Bollinger Band, dann eben eine Verkaufsposition einzugehen. In der Theorie haben wir natürlich die perfekte Welt. Die Theorie, perfekte Welt, haben wir uns gerade angeschaut. Aber wie sieht es im praktischen Teil aus? Wie wirkt das Ganze im Chart? Schauen wir uns das sofort jetzt an auf der Plattform von Capital.com. Los geht's! Schauen wir uns jetzt das Ganze mal in der Praxis auf der Plattform an. Hier am Beispiel des US 500 im Tageschart. Zunächst richten wir uns mal die Bollinger Bänder ein. Also wir gehen hier auf Indikatoren, Volatilität und finden dann hier auch schon die Bollinger Bands, drücken auf Plus, also klicken auf Plus und wir sehen, wir haben sie hier schon eingeblendet. Dann kontrollieren wir das Ganze mal, Bollinger Bands, gehen hier auf das Zahnrad und wir sehen, ja, Periode 20 und Abweichungsmultiplikator 2, klicken auf OK und dann haben wir auch schon hier die Bollinger Bänder vor uns. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier, wie wir vorhin in der Theorie gesprochen haben, den gleitenden Durchschnitt, den SMA hier in der Mitte und dann eben das obere Bollinger Band und das untere Bollinger Band.
Und dann schauen wir auch direkt mal nach einer Möglichkeit. Das war beispielsweise hier im Beispiel im März 2019. Wir sehen, der Kurs hat hier korrigiert, ist auf das untere Bollinger Band aufgelaufen, hat auch ein charttechnisches, wenn man so will, Signal gegeben. Also wir haben hier einen Umkehrstab bekommen. Zum Thema Umkehrstab können wir vielleicht auch nochmal ein Video machen. Und wir sehen dann, wie der Kurs hier im Nachgang wieder nach oben gezogen ist und sich hier am oberen Bollinger Band entsprechend begrenzt hat. In diesem Beispiel sehen wir hier linksseitig noch, wie sich die Bollinger Bänder zunächst erst ein Stück weit verengt haben, das heißt wenig Volatilität. Und dann sehen wir hier diesen Ausbruch nach unten aus den Bollinger Bändern heraus und dann im weiteren Verlauf eben diese scharfe Reaktion, dass der Kurs weiter nach unten abgefallen ist. Somit ist auch die Volatilität angestiegen. Und wir sehen auch hier, der Abstand, das obere und das untere Bollinger Band, eben hier zur mittleren Linie, dass das immer weiter und breiter geworden ist. Also die Volatilität hat dort deutlich zugenommen. Jetzt haben wir mal über Long-Positionen gesprochen. Gucken wir auch mal auf der Short-Seite. Wir sehen hier, der Markt ist nach unten abgefallen, läuft an das obere Ende des Bollinger Bands hier auch nochmal. Hier, wenn man einen Einstieg gefunden hätte, Ziel hier auf der Unterseite, das heißt, es hätte hier auch recht gut funktioniert und dann hier im weiteren Verlauf in der Zeit zum Beispiel von Dezember 2018 auch hier die Möglichkeit gewesen für einen Einstieg und dann quasi pass- und zielgenau auf der Unterseite dann eben hier das untere Bollinger Band angelaufen, bevor der Kurs dann wieder nach oben korrigiert hat. Dann noch ein kleiner Tipp und Hinweis in der Beobachtung. Natürlich sehen wir hier, dass der Markt nach unten abgerauscht ist, also der Aufwärtstrend, der sich hier ausgebildet hat, gebrochen worden ist und sich dann hier ein Abwärtstrend gebildet hat. Das heißt, wenn man Short traden will, also vom oberen Bollinger Band zum unteren Bollinger Band, sollte man eher gucken, dass man dann auch bei der richtigen Trendrichtung dabei ist, also bei einem Short-Trend beispielsweise. Wenn der Markt allerdings einen Aufwärtstrend hat, so wie wir es jetzt hier auch gesehen haben, also der trendet wieder nach oben hin, dann ist es leichter und besser und einfacher, einen Einstieg zu bekommen, zumindest meiner Meinung nach, wenn wir hier eine Korrektur haben, zum Beispiel auf das Bollinger Band und dann wieder nach oben zu traden. Also immer nach dem Sinne, the trend is your friend, weil wenn wir hier einen Aufwärtstrend haben, Stärke nach oben haben und versuchen dann hier irgendwo short zu gehen, dann würden wir sehen, wenn wir es größer machen, dass wir dann hier ständig immer wieder aus der Position entweder rausfliegen bzw. Verluste machen. Jetzt stellst du dir sicherlich die Frage, funktioniert das immer zu 100%? Nein, das funktioniert natürlich nicht immer zu 100%. Es gibt keine 100% Strategie beim Trading, aber die Bollinger Bänder, gerade wenn man anfängt zu traden, können eigentlich ein ganz gutes Tool sein, um sich den ersten Überblick oder überhaupt mal einen Überblick beim Trading zu verschaffen, um ein Gefühl fürs Trading zu bekommen. Natürlich gehören natürlich zum erfolgreichen Trading noch andere Punkte mit dazu. Trotzdem hoffe ich, dass das Video dir weiterhilft. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, den Kanal direkt zu abonnieren. Dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.